Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Taubenblick. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Dirk und heute zeige ich euch mal unseren Pössl. Wir befinden uns hier in der Toskana, eine wunderschöne Gegend, aber das soll nicht Inhalt dieses Videos werden, sondern mit was für ein Gefährt wir diese Reise unternehmen. Also nach diesem kleinen Einspieler geht's los, bleibt dran und begleitet uns. Ja, dann kommt mal rein, dann zeige ich euch etwas mehr von unserem Wagen aus dem Inneren. Ja, schön, dass ihr da seid. Jetzt werde ich erstmal ein paar technische Daten zu unserem Fahrzeug erzählen. Das Fahrzeug ist vom Baujahr Juli 2007, also fast 12 Jahre alt. Hat jetzt eine Gesamtkilometerleistung von 106.000 auf Uhr. Ja, und ist motorisiert mit einem 2,2 Liter HDI Motor von Citroën mit 88 kW, sprich 120 PS. Angegeben ist der Wagen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 150. Er schafft auch etwas mehr, schon ausprobiert. Ja, ist aber kein angenehmes Fahren, weil er dann doch sehr laut ist. Unsere Durchschnittsreisegeschwindigkeit pendelt sich eh immer so zwischen 100 und 110 km/h ein. Und das ist auch völlig ausreichend. Der Spritverbrauch, der liegt bei knapp 9 Liter, was wir für dieses Fahrzeug in der Größenordnung völlig in Ordnung finden. Und das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3.300 Kilo. Ich habe den Wagen fahrbereit mit vollem Diesel- und Wassertank auf der Waage gehabt und festgestellt, dass das Fahrzeug 3.010 Kilo Leergewicht hat. Was heißt Leergewicht? Also abfahrbereit. Dazu kommen dann noch Fahrer, Beifahrer und entsprechendes Gepäck bzw. Lebensmittel. Also wir haben fast 300 Kilo Zulademöglichkeit noch mit Fahrer und Beifahrer. Was auch in Ordnung ist. Ja, zusätzlich haben wir noch eine Anhängerkupplung verbaut, die ein zulässiges Gesamtgewicht von einem gebremsten Anhänger von 2500 Kilogramm und ungebremsten Anhänger mit 750 Kilogramm mitnehmen kann. Mitnehmen kann, ziehen kann, anhängen kann. Genau so ist das richtige Wort. Eine Stützlast von 100 Kilo. Was wir mit der Anhängerkupplung vorhaben oder beziehungsweise wozu wir die Anhängerkupplung benutzen, werdet ihr im weiteren Verlauf des Videos noch sehen. Hier vorne am Cockpit gibt es eigentlich letztendlich keine Überraschung. Das kennt man von der Fiat, Peugeot oder auch Citroën Baureihe dieses Fahrzeugs ab 2006. Das, was wir individuell noch gestaltet haben, ist ein Handyhalter, damit wir das Handy immer im Blick haben. Ein Tablet, über den wir die Navigation laufen lassen. In Form von Google Maps meistens und darunter ein Kenwood Radio, was über ein Kabel mit dem Handy verbunden ist, um das Apple CarPlay zu nutzen. Ja, ansonsten haben wir hier ganz normal die beiden Steckdosen mit einem USB-Adapter halt zum Laden vom Tablet. Drehsitze, wie es üblich ist, um sich zu den Netten auszurichten, und ansonsten gibt es hier vorne nicht weiter zu erzählen. Hier das Dinette bietet Platz für vier Erwachsene. Zwei können sich auf den Fahrer- und Beifahrersitz zu dem Tisch drehen und hier noch die Sitzbank, wo auch nochmal zwei Erwachsene drauf Platz finden, um an diesem Tisch gemütlich zu essen oder zu spielen oder was auch immer. Die Bank ist natürlich etwas schmal für zwei Erwachsene, zwei Kinder passen hier besser drauf, aber er ist mit vier Sitzplätzen angegeben und auch mit Sicherheitsgurten ausgestattet, sodass auch während der Fahrt vier Personen hiermit befördert werden können. Erwähnen möchte ich natürlich, dass dieser Tisch so im Fahrzustand ist. Wenn man hier mit vier Erwachsenen dran sitzen möchte, hat man die Möglichkeit, den Tisch nach Lösen der Schrauben zu entfernen und eine weitere Tischplatte einzulegen, sodass dann
der Tisch natürlich in der Größe noch mal deutlich gewinnt. Natürlich kann der Tisch auch abgesenkt werden auf der Höhe der Sitzfläche, um mit dem Rückenpolster und der Sitzfläche und gegebenenfalls mit der Sitzfläche vom Fahrersitz eine Liegefläche zu schaffen. Wir haben das mal ausprobiert. Die Liegefläche ist allerdings nur maximal 1,60 Meter lang, was für ein Kind okay sein wird, aber für einen durchschnittlichen Erwachsenen nicht passen wird. Herzstück dieses Wohnmobils ist natürlich unsere Küche. Wir haben hier auf der linken Seite einen Zwei-Flammen-Herd mit einer großen und einer kleinen Gasflamme und rechts daneben ein Spülbecken mit fließendem warmem und kaltem Wasser. Unterm Herd befindet sich ein Schubfach für Besteck, darunter ein Vorratsschrank und rechts daneben ein Apothekerauszugschrank, den wir nutzen, um zum Beispiel Gewürze und Öl einzustellen. Unterm Spülbecken ist die Bedieneinheit der Heizung und des Warmwasserboilers. Hier hat man die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen, sowohl von der Heizung als auch über zwei Möglichkeiten für den Warmwasserboiler im Sommerbereich, wenn man die Heizung nicht braucht, aber trotzdem Warmwasser haben möchte. Rechts daneben eine Schutzkontaktsteckdose, was leider auch die einzige hier in unserem Pössl ist. Dieses Teil ist der Temperaturmesser, um die Heizung zu steuern. Gehen wir weiter nach hinten rein. Hier haben wir einen Absorberkühlschrank der Firma Dometic, der über 12 Volt läuft, im Moment über 230 Volt, weil wir auf dem Campingplatz sind und am Landstrom angeschlossen sind, als auch die Möglichkeit hat, über Gas betrieben zu werden. Ja, der Kühlschrank wird während der Fahrt gesichert mit diesem Knopf und halt bestückt. Ich will den jetzt nicht allzu lange aufmachen, ich will nur darauf hinweisen, hier vielleicht so als Tipp mit einem Thermostat den Kühlschrank auszurüsten, damit man immer weiß, wie viel Grad im Kühlschrank gerade sind. Über dem Kühlschrank haben wir einen Kleiderschrank, den wir aber gleich im Rahmen der Schränke nochmal zeigen werden. Ja, herzlich willkommen in unserem Badezimmer. Man kann wirklich sagen, dass es ein Badezimmer ist, weil das ausreichend groß ist. Wir haben hier eine drehbare Toilette, um mehr Platz zu schaffen im Bad. Ein Waschbecken mit einem herausnehmbaren Duschkopf. Warm und kalt Wasser. Und das mit der Dusche ist auch wirklich so gemeint, weil jetzt müssten wir einmal mit der Kamera hier rumkommen. Komm ruhig rum. Wir haben hier einen Duschvorhang, den man ganz rumziehen kann und auf dem Boden eine herausnehmbare Holzplatte, sodass man hier eine Duschtasse hat. An den Wänden habe ich Halter angebracht, um den Duschvorhang damit festzumachen, weil er ist immer sehr anschmiegsam am Körper beim Duschen. Herzlich willkommen im Westflügel. Hier hinten befindet sich unser Schlafgemach. Ja, wir haben hier hinten ein Doppelbett eingebaut mit einer Größe von 1,50 Meter Breite im Schulterbereich, 1,40 Meter Breite im Fußbereich mit einer Gesamtlänge von 1,95 Meter. Die Matratze besteht aus drei Teilen, die auf einem Lattenrost aufliegen, von unten belüftet werden und ausreichend bequem sind. Wir haben hier noch zwei Leselampen eingebaut, die jeweils mit LEDs betrieben werden. Und wir haben, kommen wir mit der Kamera nach hier hin, hier in dem Bereich uns als Nachttisch-Alternative noch eine Filztasche aufgehangen, wo wir halt unser Handy reinlegen können oder Tablet
oder Bücher oder was auch immer. Ja, kommen wir zu unseren Schränken. Vielleicht einmal noch kurz der Hinweis hier zu unserem CO- und Rauchmelder. Ich habe darüber schon ein Video gemacht, Sicherheit im Wohnmobil. Ich verlinke es euch einmal hier oben in der Infokarte. Ja. Unsere Schränke habe ich etwas gepimpt, weil mich es stört, gerade wenn es dunkel ist, dass man in den Schränken nichts sehen kann. Deswegen haben wir hier eine Beleuchtung angebracht in Form eines LED-Streifens. Wir haben hier in den beiden Schränken unsere Küchenutensilien drin, wobei ich hier nochmal einen Einlegeboden eingebaut habe, um den Platz etwas besser auszunutzen. Und in dem rechten Schrank einfach Töpfe, Kaffeekannen, Omnia-Grill, Pfanne und sowas untergebracht ist. Oben drüber haben wir ein Fach, was wir einfach als Ablagefach nutzen für alle möglichen Sachen, wie unsere Luftmatratzen, Decken, Badekleidung, Hüte, Mützen, Taschen und sowas. Weiter geht es mit den Schränken hier einmal über dem Küchenplatz. Da haben wir Gläser und Tassen untergebracht. In dem Fach da unten drunter Handtücher und Kleinkrams. Ja, und hier wie angesprochen schon unser Kleiderschrank, wo mit 33er Kinderbügeln auch ganz normal Hemden und Jacken aufgehängt werden können. Die Schränke im Schlafzimmer, drei an der Zahl, über dem Kopfbereich sind ebenfalls beleuchtet mit einem LED-Band. Mit ausreichend Möglichkeiten zum Unterbringen der Kleidung. Und über dem Fußbereich der Schrank ist etwas höher, weil man nicht so viel Platz braucht. Der ist unterteilt nochmal mit einem zusätzlichen Brett, dass man den Schrank vom Volumen her etwas besser nutzen kann. Vielleicht kurz nochmal ein Wort zu der LED-Beleuchtung, dass ihr den Unterschied merkt. Ein sehr wertvolles Zubehör haben wir nachträglich eingebaut, und zwar ist das dieses Insektenschutzgitter für die Schiebetür. Wir haben es als Zubehörteil bei einem Internetversandhandel für Camping- und Caravan-Zubehör ersteigert und selbst eingebaut. Ja, kommen wir jetzt noch zum Kofferraum oder zu dem Heckteil des Pössls. Ich habe ihn einmal leergeräumt für euch, damit ihr mal die Tiefe seht. Das, was ich drin gelassen habe, ist diese Konstruktion hier aus Aluminium mit einer Hartfaserplatte drauf, die den Kofferraum praktisch auch in zwei Ebenen unterteilt. Einmal einer oberen Ebene, einer unteren Ebene, wo wir halt unten die Boxen reinschieben können und oben noch weiteres Material. Auch dieser Kofferraum ist nochmal zusätzlich mit Strom versorgt, 12 Volt, USB-Anschlüsse und darüber hinaus auch beleuchtet mit einem LED-Band. Hier halt keine Überraschung, ist die Gasflasche drin, beziehungsweise wir haben zwei Gasflaschen, 11 Kilo. Und wenn wir nicht gerade auf den Auffahrkeilen stehen würden, hier kommen auch die Auffahrkeile rein. Und das ist so in etwa das, was in den Kofferraum alles reinpasst, beziehungsweise was drin ist. Wobei wir in dem unteren Bereich die Stapelboxen haben und im oberen Bereich eben die Golftasche, den Grill und die beiden anderen. Ihr glaubt nicht, dass das alles reinpasst? Na dann passt mal auf. Tell me how to be closer to ya. Tell me how and I'll do it, babe. Cause I just wanna make you feel what do about you. So just tell me how and I'll do it, babe. I love it when you whisper in my ear words only meant for me to hear.
Wie ihr seht, ist der Kofferraum komplett gut ausgenutzt. In dem Bereich kommen jetzt hier noch die beiden Stühle und der Tisch rein. Jetzt möchte ich euch auch einmal zeigen, warum es für mich wichtig ist, eine Anhängerkupplung zu haben. Also es gibt zwei Möglichkeiten, mehrere Möglichkeiten, die Räder mitzunehmen. Aber entweder, und das ist eine sehr verbreitete Möglichkeit, man baut sich einen entsprechenden Radhalter an der rechten Tür an. Oder man nutzt, wie in unserem Fall, die Anhängerkupplung. Wir haben uns für die Anhängerkupplung entschieden, weil die Belastung von zwei Rädern für die Tür ist dann doch recht groß. Wir haben uns aber auch für einen ganz bestimmten Radträger entschieden, und zwar von Altera, den DL3. Man kann den im Web finden, ist keine Werbung. Was uns an diesem Träger gut gefallen hat, ist die Möglichkeit, dass man die Räder abklappen kann und trotzdem noch an die Hecktüren kommt. Die Räder fahren runter. Ich kann die Tür öffnen und ich habe auch die Möglichkeit, die Tür richtig weit zu öffnen. Die andere Tür entsprechend. Und so habe ich die Möglichkeit und kann richtig gut Sachen ein- und ausladen. Gut, jetzt mache ich es noch einmal schnell zu, damit ihr seht, wie es auch wieder andersrum aussieht. Ja, das ist die ganze Herrlichkeit. Und die Räder sind wirklich stabil drauf. Das soll es soweit gewesen sein. Unsere Roomtour und die Vorstellung von unserem Pössl to Win. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß dabei. Wir würden uns freuen über nette Kommentare. Gerne auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Drückt dabei auch gerne die Glocke und ihr verpasst keine weiteren Videos vom Kanal Taubenblick. Herzlichen Dank für euer Interesse und allzeit gute Fahrt.